Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes. Ja, wir sind im Turm des Gerichts angekommen. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal mit unserem sechsten Charakter, der Wahrsagerin. Und ich glaube, ich habe hier gerade den. Ja. So rum. Wenn ich Wölfe beschwören will, dann muss ich das so rum machen. Sehr schön. Okay. Ja, immer das Schöne am Petmaster, wenn man startet in eine neue Session. Erstmal schauen, dass alle Pets wieder da sind. Dauert immer ein bisschen, aber dann, wenn sie da sind, dann kann es richtig losgehen. Eigenkönig hat gerade richtig viel Damage gemacht. Coole Sache. Ich meine, der ist aktuell auch mein Stärkster. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt. Ach so. Ja gut, dann geh halt auf mich. Drei Pets nebendran und ich krieg den Heat ab. Ist klar. Ja, das ist halt die Gegner-KI heutzutage in Titan Quest. Sinn macht's nicht. Ich meine, gut, aus Sicht der Gegner macht es durchaus Sinn. Na, wenn die ein bisschen schlauer sind. Aber man hat es relativ selten eigentlich, dass die Gegner wirklich so schlau sind. Und die Aggro auf den Petmaster wechseln. So. Das sieht gut aus. Gut. Das Problem ist halt, die Gegner wechseln die Akku ja auch nicht, ne? Das ist ja das, was ich immer so ein bisschen bemängeln möchte. Wenn die Gegner erst auf die Wölfe gehen würden und dann merken würden, oh, guck mal, da ist ein Petmaster, und dann auf mich gehen würden. Okay. Aber entweder kloppen die 2 Stunden lang auf den Pets rum, oder sie sagen ganz am Anfang: Yo, da ist ein Petmaster, ich ignoriere das Pet komplett. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen Target-Switch. Der einzige Target-Switch ist, wenn das Pet abkotzt. Und das ist. Naja. Nicht sonderlich intuitiv. Eieiei. Die Machai gehen ja richtig schnell down. Wie hätte ich das immer gemeint? Es gibt zwei Arten von Machai. Die mit weißen Namen, die mit gelben Namen. Alle machen Schaden, aber die weißen leben nicht lang genug, um wirklich Schaden machen zu können. Das sieht man hier mal wieder extrem gut. Sehr schön. Ich muss mir auch ein bisschen angewöhnen, nicht mehr die Shift-Taste zu verwenden, weil ich kann mit der Shift-Taste theoretisch meinen Begleitern sagen, dass sie irgendwo hin sollen, aber wenn der Zielpunkt zu weit weg ist,
dann laufen die Begleiter nicht los. Was häufiger mal der Fall ist, dass ich dann beispielsweise hier rumstehe und dann würde hier nichts passieren, wenn ich hier klicken würde. Einfach weil ich noch ein bisschen näher ran muss. Und wenn man das ohne Shift-Taste macht, dann läuft man auch wirklich in die Reichweite rein. Um zur Distanz zu kommen, die man braucht. Dementsprechend ist es hier an der Stelle besser, ohne Shift-Taste zu agieren. Ich habe mir tatsächlich sehr, sehr häufig angewöhnt, hier in Titan Quest die Shift-Taste zu verwenden, um solche Attack-Rounds zu machen, statt normalen Angriffen oder normalen Zielen. Gerade für sowas wie die Bolzen fallen, wo man eine gewisse Position auf dem Boden anvisieren möchte, da macht es ja durchaus Sinn. Oder sowas wie das Siegel des Schicksals, da macht es auch Sinn. Aber an anderen Stellen macht es eben überhaupt keinen Sinn, wie beispielsweise hier beim Pet-Angriff. Weil das eher hinderlich ist dann. Jo. Bin mal gespannt, wie es gegen Cerberus läuft. Cerberus hatte ich ja normalerweise mit dem Illusionisten immer wieder in Bolzenfallen gecheased. Das heißt, ohne Bolzenfallen muss ich jetzt mal schauen, wie ich den Kollegen jetzt am besten angehe, weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass meine Wölfe nicht allzu lange gegen Cerberus leben werden. Ich glaube, die machen es dann nicht allzu lang. Das haben wir. Die hier unten können wir auch wieder angreifen. So rein prinzipiell, wenn man die Gegner, nicht die Gegner, wenn man die Pets so reinschicken kann, dass sie sich auch gescheit bewegen, dann funktioniert das ganz gut. Und dann kommt man auch gut vorwärts hier. Ja, da wollten sie jetzt gerade mal nicht angreifen. Ja, es fühlt sich definitiv so an, als ob ich jetzt gerade ein bisschen besser vorankomme als in den letzten Folgen. Jetzt nicht unbedingt wegen mehr Schaden oder... Ne, es ist einfach dieses Quality of Life, dass die Pets eben auch das machen, was ich möchte. Dadurch kann ich eben so ein bisschen den Fokus von mir runternehmen. Gut, wenn ich jetzt wie in diesem Fall einfach wieder reinrenne, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. So. Ich musste übrigens ein bisschen lachen, als ich letztens mal auf YouTube die Kommentare wieder gesehen hatte, denn ich hatte ja in einer der letzten Folgen die Frage gestellt, was, in welche Richtung es gehen soll mit dem nächsten Charakter, weil ich ja einen der Jagdmeisterschaft-Nahkämpfer machen wollte. Also entweder Behüter mit Jagd und Verteidigung. Oder den Schlechter mit Jagd und Kriegskunst. Und ich hatte dann mal gefragt, ja, könnt ihr auch gerne mit bestimmen, wenn ihr möchtet. Und da kam natürlich die Antwort, die jeder liebt. Jeder Streamer. Und jeder YouTuber, wenn solche Meinungen gefragt werden, kommt immer die beste Antwort. Ich finde beides gut, mach was du willst. Wenn ich nicht mit beidem fein wäre, ebenfalls, dann würde ich dich fragen. Aber ja. Fand ich recht amüsant. Wobei das mit, ich finde beides interessant, eine bessere Antwort ist, als das, was ich sehr häufig auf Twitch bekomme. Entweder gar keine Antwort oder mach, was du willst. Aber wenn ich dann mache, was ich will, dann war es nicht richtig, weil ich sehe, dass eine halbe Stunde später keine Zuschauer mehr da sind. Literally.
fragt man sich dann schon mal, warum man Sachen überhaupt noch schaut. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das... Okay, es war nicht mal das Problem, dass meine Wölfe sterben, es war das Problem, dass ich sterbe. Alles klar. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Okay, wie mache ich das am besten? Wenn ich hier reingehe. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Oh Gott, war das dumm. Ja, dann geht's auch einigermaßen. Man muss ein bisschen darauf achten, wo man sich hinstellt, weil hier diese Risse auf dem Boden natürlich sehr gefährlich sind und sehr viel Schaden machen, wenn Cerberus die Risse aktiviert. Aber wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann funktioniert das. Danke, dass du uns befreit. So. Titanenfluch. Seelenzittern. Leben? Bekommen. Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Schau auf die Felder vor dir. Widerstand. Große Taten, wie schon immer. Nicht wirklich. Nee, der Klimene auch nicht wirklich. So. Das Seelenzittern auch nicht wirklich. Mut, Held. Wir kommen jetzt langsam in Partia die ist einst Zone rein. Ochse gestorben. Musste den Wagen selber ziehen. Genau, wir kommen jetzt langsam in die Zone rein, wo wir hier ein bisschen mehr Support bekommen. Wenn wir Level 46 erreichen, wir könnten theoretisch jetzt das Amulett der Hygeia tragen. Allerdings würde ich dann plus 1 auf alle Fähigkeiten von dem Anhänger der Klimene verlieren. Dementsprechend werde ich das so machen, dass ich das Amulett der Hygeia zusammen mit der Weste des Fürsten ausrüste. Das heißt, auf Level 46 kommen die beiden. Harte Pelagische, die kommen so bald wie möglich. Die kommen ASAP. Und ich gehe mal davon aus, dass ich auch den Stab des Elysiums sehr bald hier reintausche. Statt dem Wanderer. Relativ gut möglich, dass ich dann sogar hier gar nicht mehr mit Geisterruferstab arbeite. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt wirklich die Hekates-Route nehme oder ob ich hier einen Damage-Stab weiterverwende. Das muss ich an der Stelle noch schauen. Harte Pelagische ist sicher und das Beschwörer-Totem kommt auf den nächsten Level. Das ist schon mal sicher. Komme jeder ein viel Glück, Freund. Ein wahrer Held. Du bist hier sehr willkommen, Freund. Dein Gepäck okay. Ist bei mir sicher. So wie eine Spinne sich um ihr Netz kümmert. So, haben wir so eine Beschwörergier. Symmetrien in alles, Geisterrufer, was ich Geisterrufer, anbiete. Geisterrufer. Überall nur Geisterrufer. Ja, das war klar. Beschwörerstab zufälligerweise? Ich nee. Bin hier, um dir zu dienen. Wäre auch zu schön gewesen. Du bist gekommen bei der. So, eventuell noch schnell mit Admetus quasi. Wie schön dein Gesicht. Jawohl. Und dann geht's auf. Eieieiei, das sind komische Damage-Werte, die da fliegen. Also von Gegnern vor allem.
Ich meine, das hat relativ wenig Impact gehabt offensichtlich, aber tatsächlich war der Damage gar nicht ohne, was die da gerade gedrückt haben. Ich muss halt bedenken, dass meine Wölfe, wenn die im Überlebensinstinkt sind, fast unbesiegbar sind aktuell. Diese Belagerungsläufer schreien ohne meinen Wagen. So. Die Belagerungsläufer haben wir auch gleich. Das kriegen wir hin. Muss irgendwann zwischendurch auch mal hier die defensiven Stats mit reinziehen. Oh, das könnte jetzt eine. Das könnte ein relativ unpopulärer Ansatz sein, eigentlich für Titan Quest. Aber so an und für sich. Ich glaube, das ist tatsächlich mal ein Charakter, mit dem man das probieren kann. Was ich gerade überlegt habe, damit ihr es auch nachvollziehen könnt. Und zwar ist normalerweise die Faustregel, dass du bei Titan Quest eigentlich so gut wie immer die Thermometer maxen willst. Weil die relativ gute Werte von Attributen hergeben. Na, vor allem natürlich HP und auch die Attribute wie Intelligenz. Ne? Hier 24 Punkte drin, 72 Punkte Intelligenz, 36 Geschicklichkeit, 480 Leben. Das ist durchaus eine Menge. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, weder bei der Naturmeisterschaft noch bei der Geistmeisterschaft brauche ich den letzten Ausbau, die letzte Ausbaustufe. Bei der Naturmeisterschaft würde es sogar fast reichen, wenn ich auf 24 bleibe. Und es würde natürlich zur Folge haben, dass ich vergleichsweise wenig HP habe. Jetzt kommt aber die andere Überlegung rein, die ich schon häufiger mal hier geäußert habe. Nämlich die Tatsache, dass ich ja eigentlich gar nicht so viele Attributpunkte in meinem Primärattribut brauche. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel Intelligenz. Ich meine, klar, ich muss meine Rüstungen tragen können. Das ist gegeben. Aber ich brauche jetzt nicht den maximalen Wert in Intelligenz, damit ich mehr Schaden mache, weil den Schaden ja sowieso meine Pets machen. Das heißt, wenn ich das kombiniere, heißt es eigentlich, dass ich vor allem auch die HP, die man, der ich mit einer der Hauptgründe ist, warum man in die Attribut, hier ins Thermometer geht, die kann ich hier halt direkt aus Attributpunkten ziehen, die HP. Was deswegen gut ist, weil ich super viele Skills habe, die hier unten in der Geistmeisterschaft sind und auch in der Naturmeisterschaft, die mir helfen. Das heißt, ich kann damit Skillpunkte sparen, dass ich die Thermometer nicht voll mache, indem ich die HP vor allem aus Attributpunkten ziehe. Du hast es uns ermöglicht. Das ist ein Ansatz, der du ist bist durch und durch nicht so populär unter Titan Quest-Spielern, weil man normalerweise sagt, die Thermometer kannst du schon voll machen. Das sind wahrlich üble Nachrichten. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum man sagt, dass Klassen mit nur einem Skilltree, es gibt manche Leute, die diese Challenge machen, dass sie nur einen einzigen Skilltree spielen, und der Hauptgrund, warum Leute davon abraten, ist einfach so, ja, dann hast du hier die Attribute vom zweiten Skilltree nicht. Deswegen lass das mal besser bleiben.
das ist einer der Hauptgründe eigentlich. Viele Leute sagen, ich würde diese Challenge machen, dass man beispielsweise nur Jagdmeisterschaft spielt, wenn ich mir eben aussuchen könnte, dass ich einen zweiten Baum skille, die Attributpunkte mache und halt keinen einzigen Skill aus diesem zweiten Baum spiele. Aber tatsächlich könnte ich es mir, glaube ich, mit diesem Charakter erlauben. Was ein ziemlich interessanter Ansatz ist. Und ich glaube, das werde ich auch mal näher verfolgen. Wir sind Level 40 geworden im Übrigen. Das heißt, lohnt es sich dafür zurückzugehen? Ich würde sagen, es lohnt sich dafür zurückzugehen. Wir gehen mal kurz nach Elysion. Ein wahrer Held! Du bist hier sehr willkommen, Freund! Beschwörer-Totem. Komme jederzeit wieder! Einst transportierte ich Kämpfe tapfer! Komm! Okay, der hat neue Sachen. Kein Beschwörer. Elektrostatisch, isolierend. Gar nichts an Beschwörerzeug. Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. Aber Hauptsache hier schön mit Beschwörerzeug reinzimmern. Ja, danke. Ist das alles? Angefangen habe ich mit dem Transport von Beutegut aus Troja. Viel Glück, Freund. In Parthia ist einst mein Ochse gestorben. Musste den Wagen selber ziehen. 419. Das heißt 455 eigentlich. Und die brauchen 500 Intelligenz. Das ist tatsächlich eine Menge an Intelligenz, die ich hier noch brauche. Ich gehe mal auf pure Intelligenz jetzt durch. Geschicklichkeit wird sowieso nicht mehr so viel ausschlaggebend sein. Dementsprechend lasse ich die Geschicklichkeit liegen, gehe auf pure Intelligenz und später auf pure HP. Bei mir sicher. Ich glaube, auf Geschicklichkeit habe ich jetzt aktuell schon einen Wert, der eigentlich reichen sollte. Das bedeutet zwar, dass eventuell die niedrige Geschicklichkeit, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus. Das bedeutet zwar, dass ich relativ sicher auf legendär ein bisschen was an kritischen Treffern aushalten muss, aber ich hoffe da einfach mal drauf, dass ich den meisten Heat, den ich von Monstern kriege, insofern ausweichen kann, dass nicht ich das Ziel von Nahkampf angegriffen werde. Überlegen wir mal. 16. Ich kann 24 Punkte safen maximal. Ich sollte vielleicht noch mal kurz zurückgehen. Denn ich glaube, ich habe das nächste Nebenquest noch gar nicht angenommen. Habe ich so viel gerade rumgesabbelt, dass ich tatsächlich vergessen habe, eine Quest mitzunehmen. Ich kann meine Lieben. Nimm die Männer. Nimm diese Männer. Gut, dann können wir nämlich das hier machen. Und dann sind wir auch schnell wieder vorne. Jawohl. Gut, dann schauen wir mal, wie gut die Defensive von dem hier ist. Beim letzten Angriff. Die Tower Defense ging ja echt ganz gut. Aber leider haben die ein bisschen viel Siege dabei, die Gegner. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Jawohl. Der Feind scheint von. Habe ich da gerade zwischendurch 500 Schaden gesehen? Eieiei. Das dürfte die Kampfmarkierung sein. So reinzimmert. Mhm. Okay. Dann kommen wir in den Bereich von Hades. Also von Hades Domäne, besser gesagt. Oh, da ist noch ein Belagerungsläufer. Nein, mach mal halblang hier. Mich gerade ein bisschen langsamer hier vorwärts bewegt, weil ich nicht ganz genau wusste, wo die nächsten Gegner spawns sind. Gerade hier unten in der Ecke kenne ich mich nicht so gut aus und ich wollte einen guten Blick auf die Gegner weiter vorne haben. Wenn ich eben solche Sachen machen kann. Und nicht dauernd direkt gefokust werde, wie hier gerade schon wieder. Wobei gerade auf Legendär, wenn ich gefokust werde auf Legendär, habe ich, glaube ich, sogar bessere Chancen als jetzt gerade. Und es trotz weniger Resistenzen. Weil Todesstrahlung. Auf Legendär müsste ich die Todesstrahlung haben. Ich habe auf jeden Fall eine besser ausgebaute Seuche. Das sollte eigentlich relativ gut sein. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Todesstrahlung kann ich aktuell noch nicht wirklich einschätzen, wie stark oder schwach die ist. Ich bin nur ganz ehrlich, Todesstrahlung ist einer der Skills, die mir persönlich wieder Lust gemacht haben, dass ich später irgendwann auch Bock auf den, oh, jetzt weiß ich den Klassennamen nicht. Die Kombination aus Kriegsführung und Geist. Und sie hat, Todesstrahlung ist weiterhin auch ein Skill, der mir mal wieder gezeigt hat, dass es gar nicht so gut ist, wenn man sich mit gewissen Punkten aus dem Spiel nicht so viel beschäftigt. Ich meine, ich persönlich habe die Geistmeisterschaft immer außen vor gelassen, so. Hab mal halt gedacht, ja, Geistmeisterschaft, dass die hier halt ist halt da, macht ein bisschen was mit dem Leichenkönig und das war's. Mehr oder weniger. Und wenn du einen Bosskiller brauchst, nimmst du den Außenseiter noch mit. Aber was da teilweise für Utility drin ist, auch als Support für Nahkämpfer, das hätte ich mal ein bisschen besser bedenken sollen. So, einmal hier, hier, darüber wollten wir. Macht der? Ach ne, macht der nicht. Die Wölfe eigentlich offiziell, steht es irgendwie da?
700 Leben. Mhm. 750, okay. Das heißt, die plus 200 vom Beschwörer-Totem sind tatsächlich gar nicht mal so wenig, sondern fast ein Drittel. Oh boy. So, da hinten sind wir wieder von neu. Auch so eine Waffe, die ich nie wirklich beachte. Wobei der Schaden relativ hoch ist tatsächlich. Das zählt ja eigentlich offiziell als Axt, glaube ich, ne? Vorbot, maybe. Das war vielleicht ein bisschen dumm, hier so reinzulaufen, aber ich habe es überlebt zumindest. So. Ich weiß nicht, mir geht's. Ich habe so irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass mein aktueller Charakter hier ein bisschen langsamer unterwegs ist als die anderen Charaktere. Was natürlich dem geschuldet sein kann, dass ich selber einfach relativ viel rumstehe. Aber die Damage ist tatsächlich auch ein bisschen niedriger. Kann sein, dass natürlich der Drachenjäger da jetzt nicht unbedingt der beste Direktvergleich ist. Aber natürlich tue ich es gedanklich mit dem Drachenjäger vergleichen, weil es natürlich der Charakter ist, den ich gerade eben, oder was heißt gerade eben, aber halt direkt davor gespielt hatte. Und ja, da ist der Vergleich natürlich ein bisschen langsamer. Okay. Das Gold nehme ich mit. Ich meine, so rein prinzipiell macht es ja nichts aus, wenn ein Charakter mal ein bisschen langsamer ist. Ich meine, den Vorwurf, dass ich das LP in die Länge ziehe oder was auch immer, oder die Challenge in die Länge ziehe, den muss ich mir nicht geben. Jetzt sind wir mal ehrlich, was kann man da noch in die Länge ziehen? Wir haben den Auftrag ein Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das hier die Folge 273. Bei einstündigen Folgen. Und wir sind. Naja. Wir sind auf dem Charakter, der, wenn er ein bisschen weiter ist, 10% der Challenge abschließt. Ich würde sagen, so. Hardest of Episch, maybe. Ist so der Punkt, wo ich
den Charakter halb abgeschlossen habe und damit habe ich dann 10% der Challenge. Heute ist wahrlich ein großer Tag. Das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass es an die 3000 Folgen werden. Weil es werden später noch einige langsamere Builds kommen. Muss man mal sagen, bisher hatten wir, jetzt mit Ausnahme des Elementaristen vielleicht, vor allem schnelle Builds. Also Nachsinder war relativ schnell unterwegs. Drachenjäger war super schnell. Eroberer sowieso. Illusionist, ja gut. Der war nicht so schnell. Aber auch nicht super langsam. Der Illusionist hätte ich jetzt so in die mittlere Kategorie von der Geschwindigkeit her eingeordnet. Okay. Gut, dass du hier bist. Als Hades seinen... Wir haben von allen. So. Der Fall sollte jetzt tatsächlich relativ einfach sein. An der Teufel. Okay, I mean, wenn der tatsächlich... Ja gut, wenn er tatsächlich mal sein Ziel wechselt und tatsächlich auf meinen Leichenkönig losgeht, dann ist es natürlich noch ein bisschen leichter, weil der Leichenkönig ist jetzt mittlerweile, dank dem hohen Spukpanzer mit 66% Schadensabsorption, durchaus eine Mauer. Gesegnet seist du. Beeil dich. Da hat man jetzt auch gerade das erste Mal gesehen, was passiert, wenn der Leichenkönig wirklich auch mal als Tank fungieren kann. Weil das ist auch das Schöne am Leichenkönig. Dass er eben prinzipiell ein Fernkämpfer ist. Aber er ist ein Fernkämpfer, dem es nichts ausmacht, wenn jetzt wie hier gerade ein paar Nahkämpfer sich denken, oh geil, Fernkämpfer, drauf da. Nee, der kratzt sich da nebenbei am Arsch. Und fragt hinterher noch, ob die ihn überhaupt angegriffen haben. Ich krieg mehr Damage als der Leichenkönig, wenn ich neben ihm stehe und einer von diesen Keres ihn angreift, kriege ich durch den AOE vom Zwei-Waffen-Kampf, den die haben, mehr Schaden als der Leichenkönig selber, der das Haupttarget ist. So, danke fürs Gespräch. Ja gut. Auch danke fürs Gespräch an der Stelle. So, das haben wir, das haben wir. So, hier vorne geht's. Ah.
Okay. Manchmal bleibe ich jetzt hier noch stehen. Schade. Okay. Das ist nur Feuerschaden. So, dann können wir einmal hier hinten rein. Eieieiei. Das ist immer das Problem. Wenn man kurz nicht aufpasst. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin Beastmaster. Ja. Und aktuell habe ich halt wirklich das Problem, dass ich eine Glaskanone bin. Also, genau genommen bin ich nur Glas. Von der Kanone ist auch nicht viel zu sehen. Okay. Habe ich gerade wirklich gesagt, aktuell bin ich nur Glas? Das aktuell kannst du bei dem Charakter sogar streichen. Der wird einfach keine Kanone. So, zweiter Erebus-Kristall. Hier drüben geht's weiter. Bin mal gespannt, ob ich in dieser Folge noch Hades down kriege, weil ich hatte es vorhin gesagt, der Charakter hier ist ein bisschen langsamer. Ich werde gerade so ein bisschen skeptisch, ob die Viertelstunde von der Zeit her reicht. Eigentlich sollte sie reichen. Dann again, wie beispielsweise diese anderen Giganten, diese blauen Giganten agieren. Die machen relativ guten AOE-Damage und AOE-Damage ist immer das, was meine Wölfe nicht sonderlich mögen. Das könnte sein, dass das noch, je nachdem wie viele davon kommen, der eine oder andere Wolf mal zwischendurch abkratzt. Dem habe ich gerade noch mal ein bisschen was an. Oh, ich sollte keine weiteren Gegner pullen hier.
Okay. Bei den stärkeren Gegnern hier kann ich dann auch langsam mal die Seuche einmal ansetzen. Ich hatte die ja genau deswegen das letzte Mal, also in der letzten Folge, gelernt. Damit ich die durchaus auch mal gegen Bosse einsetzen kann. Habe ich beispielsweise gegen Typhon auch gerade nicht gemacht. Schon. Und auch gegen Cerberus nicht. Was so ein bisschen die Macht der Gewohnheit war. Aber gerade für Bosse sollte die durchaus ein bisschen was ausrichten können. So, da haben wir die Giganten fertig. Ja, beziehungsweise weiter vorne kommen noch ein paar. Aber jetzt erstmal aufpassen, dass ich nicht von den Spinnen geblitzdingst werde. Jawohl, das sieht gut aus. Dann können wir einmal hier rein. Den Kollegen auch noch umnieten. Dann geht's ab nach oben. Erstmal die hier drüben aus dem Weg räumen, weil dann habe ich hier hinten in der Ecke noch eine kleine Ausruhmöglichkeit. Falls dann doch ein paar mehr Gegner von vorne kommen. Das ist halt eine der wichtigsten Sachen, wenn man Petmaster spielt. Man selber ist halt super schwach, das heißt, man muss immer einen Weg suchen, wo man gerade hin kann. Das sieht gut aus. Ich meine, die Nebenquest, die ich hier gerade mache, hat den wohl dümmsten Bonus, den ich bekommen kann. Plus 5% Gesamtschaden. Das ist, by the way, kein Bonus für Pets. Oh boy. Du bist in einer fucking Zelle, du musst nicht mitspielen. Ja, dann spielen wir hier, machen wir es lieber hier unten. Die Gegner fertig, weil in die Zelle komme ich gerade nicht rein. Ich brauche dafür den Schlüssel der Seelen. Und den habe ich natürlich nicht. Aber nichtsdestoweniger will ich natürlich nach hier unten, weil auch wenn rein prinzipiell mir die Quest, der Questbonus mir nichts bringt, die Erfahrung bringt mir natürlich trotzdem was. Hoppla, eine Harmonie. Ja, well, das ist jetzt eine interessante Idee.
Ich könnte jetzt entweder die Harmonie spielen und die hautopelagischen Handschuhe auf Level 46, was glaube ich, zurückstellen, damit ich das dann mit der Weste der Fürsten mache. Dann kann ich hier nämlich das Amulett der Hygieia reinsetzen, so rein theoretisch. Also ich kann jetzt entweder aufs Amulett der Hygieia wechseln und dann auf Level 46 die hautopelagischen Handschuhe und die Weste der Fürsten spielen. Oder ich lasse die Harmonie weg und mache so, wie ich es vorhin gesagt hatte. Dass ich das Amulett der Hygieia zusammen mit der Weste des Fürsten einsetze. Ich glaube, Amulett der Hygieia später ist die bessere Variante. Auch wenn die hartopelagischen Handschuhe rein prinzipiell Lebenskraftwiderstand geben und mir das eventuell gegen einen Gegner, der vielleicht gleich kommen mag, sehr gut helfen kann. Eieiei. Jawohl. So, Erebus-Kristall Nummer 3. Nebenaufgaben. Genau, habe ich nur die Erebus-Kristalle offen. Rein prinzipiell habe ich auch Hades Schatzkammer offen, aber die Quest habe ich nicht offiziell im Questlog stehen. Weil, damit ich sie im Questlog stehen haben könnte, müsste ich bei Hades Schatzkammer reingegangen sein, aber das bin ich ja nicht. Ich bin in die Hades Schatzkammer reingegangen. Dementsprechend steht die Quest auch nie im Questlog. Aber natürlich ist die noch auf der Agenda. So. Damit habe ich das. Vielen Dank dafür, dass es kein Daktyl gibt heute. Den hätte ich beim besten Willen nicht brauchen können. Noch ein Erebus und da ist der letzte Erebus. Plus 35 Rüstung. Das, liebe Leute, ist der wohl schwächste Bonus, den die Erebus-Kristalle haben. Für deinen Hochmut wirst du zahlen. Ja, greif ihn durch an. Hab nichts dagegen. Jo, läuft. Relativ unspannend plötzlich der Hades-Fight. Du hast sowohl einen. So. Den haben wir relativ gut umnieten können. Das war gut. Oh. Was? 101.000 Erfahrung bis zum nächsten Level. Ich bin tatsächlich nur Level 40 geworden. Das ist ein bisschen schade. Das beste Lager für unseren Helden. Die Harmonie kann ich mal mitnehmen. Die hartopelagischen Handschuhe werde ich wahrscheinlich gleich noch spielen können. Kann ich eigentlich sogar gleich noch ausrüsten. Endlich ist auf dem Markt wieder was los.
Fast zu viel. Ein Wagen ist um ein Haar mit meinem Stand kollidiert. Was sagt man dazu? Da ist nichts, was ich groß brauchen kann. Den Erebus-Kristall kann ich sehr guten Gewissens einfach wegwerfen. Möge Hermes dich auf deinem Weg begleiten. Ich habe importierte Waren von der Insel Zakynthos mitgebracht. Sehr schön. Gut, dann kann ich jetzt nochmal schnell zurück zur Hades Schatzkammer. Wobei das unter Umständen gar nicht so schnell geht. Weil ich mich ja noch durchfighten muss. Sehr gut möglich, dass wir jetzt den Folgenwechsel gleich noch machen. Offiziell gerade Twitch sagt mir gerade, die Bitrate ist eingebrochen. Ich sehe davon nichts. Sehr interessant. Darf ich mich auch noch bewegen? Wäre sehr freundlich. Dankeschön. Jawohl. Weil das ist interessant. Twitch sagt mir gerade 0 Zuschauer. Bitrate im roten Bereich. Mein OBS sagt, jo, ist doch alles gut, wunderbar hier. Keine Frame Drops. That's interesting. Und der Player ist auch komplett in Ordnung. Muss ich gleich mal schauen. Sehr gut, dass ich gleich die Folge wechsle. Dann kann ich da eventuell gleich nochmal nachschauen. Ob ich herausfinden kann, was da los ist. So. Das. Ach komm, ich mache eben harte Schatzkammer fertig und dann können wir das nächste Mal clean in Korinth starten. Jetzt sind wir halt 2 Minuten drüber, aber das wird, denke ich, verschmerzbar sein. So. Jetzt mal hier sowieso nur noch die eine Gegnertruppe ist und danach sind keine Gegner mehr da. Gut. Was ist das für ein Edel? Dann 1, 2, 3, 4. Mal schauen, ob ich noch irgendwas Interessantes an Items bekomme. Ein Zaubererhut. Nichts, was ich gut brauchen kann. So, Spukpanzer haben wir voll. Wir müssen hier noch auf 32. In der Geistmeisterschaft hoch. Und doppelt auf Intelligenz. So. Dann können wir nach Norden, Korinth. Und dann würde ich an der Stelle mal sagen, liebe Leute, wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut und euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Und ansonsten sehen wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Titan Quest All Classes. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein. Und ciao, ciao.